Fortsetzung des Nachworts zu Epikure. Aus dieser Betrachtung ist bereits zu entnehmen, dass Lust einen objektiven Zustand bezeichnet. Die dauerhafte körperliche und seelische Unversehrtheit ist das stammesgeschichtlich vorgezeichnete Ziel des menschlichen Handelns. Weil Epikur in diesem Ziel das Wesen des Guten, Physis tu agatu, erblickt, kann er daraus theoretische und praktische Kriterien ableiten. Folgerichtig hält er die Klassifikationsmerkmal körperlich und seelisch für weniger ausschlaggebend als die Unterscheidung zwischen einer psychosomatischen Grundbefindlichkeit und der vorübergehenden Stimmungen der Atomkomposition Mensch. Unerschütterlichkeit, Ataraxia und Schmerzfreiheit, Aponia, sind Lustzustände. Katastematikä, Hedonai, Katastematikä Hedonai, Freude, Chara und Frohsinn, Euphrosine, nimmt man unmittelbar einleuchtend in Bewegung, Kinesis, wahr. Die ungetrübte Grundstimmung ist nur dann zu erreichen, wenn das Mängelwesen Mensch elementare Entbehrungen, nicht hungern, nicht dürsten, nicht frieren und Bedrohungen auf Dauer zu überwinden vermag. Dazu verhilft dem Menschen zunächst die Solidarität des Nutzens, Kreya. Sie sehen die Prolepsis recht, Dikeon verbindlich realisiert in der vertraglichen Regelung, einander weder zu schädigen noch schädigen zu lassen. Die Kalkulation, Logismus, von Lust und Unlust verhindert schon von sich aus den Zerfall der Solidarität, weil existenzgefährdende Verstöße im eigenen Interesse streng geahndet werden müssen. Sollte die Gemeinschaft dennoch ihre Solidarität einschränken, so bietet die Freundschaft dem Einzelnen die Basis für seine Unabhängigkeit. Autarkeia. Soweit reichen die ethischen Minimalbedingungen der Störungsfreiheit. Auch Lesia. Die innere Stille selbst zu gewinnen, ist eine weit schwerere Aufgabe.